Hallo YouTube, ich bin Bini und endlich kann ich es offiziell machen. Denn in den letzten Stunden, also in den letzten Tagen, also in den letzten Wochen und Monaten und in dem letzten halben Jahr saß ich nicht einfach nur rum und habe gefaulenzt, sondern ich habe gearbeitet. Und zwar logischerweise zum großartigen Thema Pen and Paper und zwar im Genauen zum großartigen Thema DSA 5. Nicht 4, 5. Und auch wenn ich es selber immer noch nicht spielen kann, weil ich immer noch nicht die Zeit hatte, richtig die Regeln durchzulesen, habe ich trotzdem eine komplette Runde DSA 5 schon gespielt. Jetzt fragt ihr euch möglicherweise, aber halt, können wir das schauen? Und die Antwort darauf ist logischerweise ja, ansonsten hätte ich nämlich nicht so viel gearbeitet. Es handelt sich dabei um das Projekt, was ich mit Nicknack gestartet habe. Übrigens, dessen großartigen YouTube-Kanal, auf dem er ziemlich viele Sachen erklärt, könnt ihr unten in der Videobeschreibung finden. Und dieser YouTube-Kanal wird nachher noch ein bisschen wichtiger. Warum? Das verrate ich euch jetzt sofort, denn natürlich handelt es sich um Herr der Nacht. Für alle, die nicht wissen, was das eigentlich ist, das ist eine Tischrunde, die ich mit Nicknack zusammen gespielt habe und noch mit zwei anderen, und zwar mit Andreas und Alex, die beide ziemlich großartige Charaktere gespielt haben. Solltet ihr euch das Ganze mal anschauen wollen, könnt ihr natürlich unten auch in der Videobeschreibung einen Link finden, allerdings nur zur Staffel 1. Warum? Nun, Staffel 2 war bis jetzt in der Arbeit. Und genau diese zweite Staffel ist jetzt fertig geworden, beziehungsweise so fertig, dass wir endlich online gehen können. Das heißt, die ersten 4 Folgen stehen schon komplett, die 5. wird gerade von mir noch zurechtgeschliffen und die 6. muss ich noch komplett machen. Aber dazu gleich mehr. Bei Herr der Nacht handelt es sich allerdings nicht nur um eine Tischrunde. Nein, logischerweise spiele ich in der Runde mit, übrigens einen dauerhaft alkoholisierten und dauerhaft deprimierten Seebären namens Brom, aber nicht nur diesen Charakter stelle ich dar, sondern ich bin auch noch für logischerweise die Geräusche und für den Sound zuständig. Das bedeutet, Herr der Nacht ist fast sowas wie ein Hörspiel, denn ja, ich habe all die Atmosphären, all die Geräusche und vor allem auch die Musik beigesteuert. Nun, bei den Geräuschen ist es so, dass ungefähr 80 bis 90% von mir selber stammen. Das heißt, die ganzen Sachen habe ich selber aufgenommen und dafür, das kann ich gleich mal sagen, bin ich wirklich durch ganz Europa gefahren. Denn, so viel kann ich schon mal spoilern, in der zweiten Staffel von Herr der Nacht geht es häufiger mal um den Ozean. Wir sind auf einem Schiff unterwegs und müssen logischerweise durch die Gegend fahren und da musste ich also einiges an Wasser aufnehmen und dafür war ich unter anderem in Spanien eine Woche lang draußen in der Wildnis und habe mein Mikrofon mitgehabt logischerweise und habe sehr viel Strand und sehr viel Meer aufnehmen können. Nicht nur am Tag, sondern auch bei Nacht und nicht nur bei gutem Wetter, sondern auch bei Sturm. Und da sind einige richtig gute Aufnahmen bei rumgekommen und es war auf jeden Fall eine ziemliche Herausforderung. In Spanien konnten wir nämlich nicht einfach so zelten, sondern nach 2 Tagen sind wir schon besucht worden und zwar von einem kompletten Rudel Wildschwein, was auf einmal mitten in der Nacht aufgetaucht ist und um da so ein bisschen Sicherheit zu haben, haben wir uns in unsere Hängematten verzogen und mussten oder wollten, es war wirklich großartig, 4 Tage lang in 2 Meter Höhe schlafen, damit die Wildschweine unter uns herumlaufen können. Die habe ich übrigens auch aufgenommen, was wo ich ja furchtbar, furchtbar süß war. Die Aufnahmen sind nicht ganz so gut geworden, einfach weil wir genau neben dem Meer geschlafen haben und das Meer ziemlich laut zu hören ist. Aber trotzdem sind es meine ersten Aufnahmen von Wildtieren, abgesehen von Vögeln. Die logischerweise habe ich schon früher, aber von Wildtieren quasi, also die herumlaufen, das ist meine allererste Aufnahme, da war ich sehr stolz drauf. Abgesehen davon gibt es auch einen Fluss, über den wir häufiger mal rüberlaufen müssen, denn das Ganze spielt, und das könnt ihr ja logischerweise auch schon in der ersten Folge, in der ersten Staffel von Herr der Nacht sehen, in Al-Anfa. Und in Al-Anfa gibt es einen Fluss und dieser Fluss besteht nicht nur aus einer Ausnahme, sondern das ist ein unglaublich internationaler Fluss. Da habe ich Teile von in Innsbruck aufgenommen, Teile von in der Sächsischen Schweiz aufgenommen und Teile davon in der Nähe von Neuötting aufgenommen und das liegt in Bayern. Ich
war also quasi in ganz Deutschland und auch in Europa unterwegs, um diesen Fluss zusammenzubasteln. Und es gab vieles an Geräuschen, das größere Herausforderungen an mich gestellt hat, was ich nicht gedacht hätte, denn ich möchte mal eine Sache, ein kurioses Detail spoilern. In der zweiten Staffel von Herr der Nacht gibt es ein Geräusch, was ich darstellen musste, was mich vor besondere Herausforderungen gestellt hat, und das ist fliegende Scheiße. Da ich selber mit meinem Kot nicht durch die Gegend werfen, weil ich selber meine Fäkalien nicht durch die Gegend werfen wollte, musste ich mir also überlegen, wie zur Hölle ich das darstelle, und das hat mich einiges an Zeit gekostet. Aber ich glaube, das Ergebnis ist sehr, sehr feucht und ziemlich großartig. Logischerweise musste ich nicht nur Geräusche aufnehmen, sondern eben auch einen Soundtrack schreiben. Und da habe ich auch nicht einfach nur angefangen, Musik zu schreiben, sondern ich habe verschiedene Themen entwickelt für verschiedene Gruppierungen, die eben bei Herr der Nacht vorkommen, und habe versucht, diese einzelnen Themen, diese Melodien, die die einzelnen Gruppierungen haben, so aufeinander abzugleichen, dass für die Leute, die wirklich zu wenig Zeit in ihrem Leben, zu viel Zeit in ihrem Leben haben, festzustellen ist, ob sich die Gruppierungen halbwegs mögen, gar nicht mögen, oder ob sie sich halbwegs egal sind. Da ist sehr viel Zeit reingelaufen. Ich habe so einen Ordner, wo die ganzen Melodien notiert sind, und ich glaube, ich musste um die 50 bis 60 Minuten an Musik komponieren insgesamt, was eine ganz schöne Aufgabe war. Gerade in der zweiten Staffel, hier am Ende, gibt es ein Stück, was ungefähr 15 Minuten lang laufen muss, was eine besondere Herausforderung für mich auf jeden Fall darstellte. Diese riesigen Herausforderungen habe ich allerdings in irgendeiner Weise hoffentlich gut oder halbwegs okay irgendwie hinter mich gebracht, und das ganze Endprodukt dieser ganzen Arbeit könnt ihr ab dem 15.10. auf Nicknacks YouTube-Kanal sehen. Übrigens habe nicht nur ich da ganz viel Arbeit reingesteckt. Nicknack musste das ganze Material, was wir aufgenommen hatten, schneiden. Und wie gesagt, Alex und Andreas haben uns tatkräftig geholfen, indem sie ihre Charaktere gespielt haben. Korgrim, einen Zwerg, der nur noch ein einziges Bein hat und mit einem Holzbein durch die Gegend läuft, und Esteban, einen Bromgeweihten, dessen Hintergrundgeschichte in der zweiten Staffel auf jeden Fall nochmal richtig, richtig wichtig wird. Wie gesagt, ich habe Brom gespielt und Daniel war Spielleiter. Ich kann nur noch mal sagen, was für eine Arbeit da drin steckt, ist wahrscheinlich viel zu viel. Ich glaube, es war viel zu viel Arbeit, die da reingesteckt wurde. Aber naja, immerhin haben wir ein, glaube ich, ganz gutes Endresultat dafür bekommen. Wenn ihr Lust habt, euch das Ganze anzuschauen, würde ich mich wahnsinnig freuen, wenn ihr dazu auf Nicknacks Kanal rüber schlittert. Da ein Abo da lasst, und das, glaube ich, sage ich das erste Mal in meiner ganzen YouTube-Karriere, einen Like da lasst und einen Comment da lasst. Darüber würde ich mich wahnsinnig freuen. Übrigens freue ich mich auch über konstruktive Kritik, denn so viel sei gesagt, wir wollen das Ganze nochmal wiederholen, wollen also noch eine weitere Runde aufnehmen. Ob es dann wieder DSA wird oder ob es ein anderes System wird, wissen wir noch nicht ganz genau, aber wir wollen auf jeden Fall, wie gesagt, nochmal das Ganze machen, denn es war eine echt, glaube ich, echt großartige Zusammenarbeit, außer dass ich eine ganz schöne Trantüte teilweise bin. Aber trotzdem, wenn ihr darüber schlittert, wäre es großartig, wie gesagt, wenn ihr ein Like da lasst, wenn ihr einen Comment da lasst. Ich werde auf jeden Fall häufiger wieder zu sehen sein, denn jetzt ist die schlimmste Arbeit vorbei, und dementsprechend habe ich wieder ein bisschen Zeit und auch schon das nächste große Ding für meinen YouTube-Kanal geplant. Davon werdet ihr wahrscheinlich bald mehr hören. Wir sehen uns. Bis dahin wünsche ich euch wie immer einen wunderschönen Restabend, Morgen, Mittag oder 5 Uhr Tee, je nachdem, was gerade bei euch ist. Bis dahin, tschüss. Ich arbeite jetzt mal weiter.